Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Teil des Kurses zur QT-Programmierung. Wir wollen heute mal ein kleines Beispiel uns anschauen zur Thematik Events und zwar speziell zum Maus-Event. Ich will zu Anfang gleich mal das kleine Programmchen, was ich hier vorstellen will, demonstrieren. Da habe ich so ein kleines Fenster, in dem Fenster drei Labels. Und das erste Label zeigt dann die gedrückte Maustaste, linke, mittlere oder rechte. Und die anderen Labels zeigen dann jeweils die entsprechende Position des Mauszeigers. Wenn ich also mit der linken Maustaste klicke, wird das angezeigt. Wenn ich mit der rechten Maustaste klicke, wird das angezeigt. Und da sehe ich, dass ich da einen Schreibfehler habe. Den kann ich ja gleich noch ausbügeln. Und mit der mittleren Maustaste dasselbe. Ja, wie ihr seht, ist also die Zählung von links oben bis rechts unten, was x und y anbelangt. Der erste Wert ist x, der zweite Wert ist y. Aber ich gucke mir jetzt mit euch mal an, wie das hier funktioniert. Zunächst hier im Hauptprogramm nichts weiter Spektakuläres. Ich habe also einen Maustest, eine Klasse, die binde ich hier ein. Die ist natürlich von QWidget abgeleitet. Und die nenne ich einfach Mausfenster und die bewege ich an eine bestimmte Position, dass sie in meinem Blickfeld ist und zeige die an. Mehr mache ich da nicht. So, und Maustest, der Header. Hier sehen wir die Klassendefinition und da ist deutlich zu erkennen, dass eben hier Mauspress-Event hinzugefügt wurde. Das andere ist einfach nur der Konstruktor. Und ne, die anderen Einträge hätte ich nicht gebraucht. Das hat hier mein QT Creator automatisch eingefügt. Hier unten habe ich noch ein paar private Member-Variablen. Ihr seht Label Maustaste. Das ist offensichtlich das Label für die Maustaste. X- und Y-Koordinate, die Labels dafür. Und die horizontale Box. Ja, und die Programmierung dazu ist auch nicht weiter schwierig. Ich habe zunächst hier den Konstruktor, da richte ich mir alles ein. Da wird Label, die ganzen Labels werden definiert, dann die Box und die Widgets hinzugefügt. Die Box wird als Layout eingerichtet für das Fenster und die Größe wird entsprechend verändert. Das habe ich ja schon gezeigt. Und das Mauspress-Event. Hier wird ja die Klasse QMouseEvent übermittelt. Ne? Und da haben wir das hier, die Auswertung. Da gibt es also eine Methode Button, die also den entsprechenden Wert zurückliefert, ob es sich um den linken Button handelt, um den rechten Button oder den mittleren Button. Und entsprechend dessen wird das hier angezeigt. Und hier kann ich das korrigieren. Das soll ja Taste heißen. Ne? Taste, hier mittlere Maustaste und so weiter und so fort. Ja, und das ist natürlich eine wunderbare Sache. Und zum Schluss wird hier noch das Label X und Label Y mit Z-Num hier das Event X und Y. Das sind also die Werte. Ich kann auch noch zwei weitere Werte eigentlich ausprobieren. Das ist Global X und Global Y. Das ist also der globale Wert vom Bildschirm. Ja, kann ich auch noch auswerten. Aber das ist der Wert hier vom Fenster aus gesehen. Ja, wenn ihr euch das mal genau anschaut, das ist überhaupt nicht weiter wild. Ich muss das einfach nur auswerten und dafür ist eben auch schon in QT alles vorbereitet, sodass ich da keine große Mühe habe. Und da kann man sich sicherlich vorstellen, dass da entsprechende Zeichenprogramme beispielsweise schon im Hinterkopf sind oder ähnliche Dinge, wo ich dann mit entsprechenden Objekten arbeiten muss am Bildschirm. Da kann ich also leicht die Maustaste in Erfahrung bringen. Ja, das könnt ihr ja alles noch ein bisschen verbessern und gerade das Aussehen noch etwas anpassen, ja, weil das nicht gerade besonders hübsch aussieht. Aber das ist eben. Habe ich mir jetzt eben schnell mal hab einfallen lassen. Ruckzuck mal gemacht. Ist also eine
recht flinke Sache, dauert nur 5 Minuten eigentlich. Ja. Das ist also eine tolle Angelegenheit. Ja, da habt ihr eine weitere Möglichkeit gesehen, wie mit Events umzugehen ist, und mit allen anderen Events ist es ähnlich. Ich muss halt lediglich die entsprechenden Events hier auswerten und mich mal damit befassen und mal die F1-Taste drücken, um jetzt hier zu sehen, was kann denn diese Klasse, wenn ich hier mal den Hilfsmodus schalte. Da kann ich mir das in aller Ruhe anschauen. Ja. Und bisschen größer machen. Da kann ich das alles sehen und kann also hier auch sehen, wie gesagt, hier sind Global X und Global Y. Ja, also das kann ich machen. Hier ist die globale Position. Da kommt ein Q-Point zurück. Ja, das ist ein XY-Wert, der dort gekapselt wird. Ja, das sind an sich die Elemente, die man hier wissen muss. Ja. Also ich mache das immer so, dass man eben da nachschaut und wenn ich da was nicht weiß. Das solltet ihr ebenfalls so machen. Aber ich denke, wenn ihr schon irgendwas gemacht habt in der Richtung, ist das auch selbstverständlich. Gut, das soll es für den Moment für heute gewesen sein. Beim nächsten Mal werden wir uns bereits mit ein paar grafischen Dingen beschäftigen, also sprich mit einigen Elementen, die zur grafischen Programmierung dazugehören. Wie gesagt, habt eine schöne Zeit und vielleicht bis demnächst. Macht's gut.